Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels. Ja, in der letzten Folge haben wir ja dieses kleine Handy-Dandy-Teil bekommen, um den nächsten Treibstofftank freizugeben, was natürlich mega, mega geil ist, weil somit kannst du rein theoretisch Seitentanks anbringen und weiß der Kuckuck was noch alles. Mega cool auf jeden Fall und wir haben direkt wieder 4 Chats bekommen. Was wollen die alles von uns? Wir schauen jetzt mal nach Charlies, die hat eine neue Pumpe für uns, oder? Finanzierung auftreiben, wenn du deine Pumpe fährst. Gelingt es dir nicht, den Rekord für den Schlangen? Ich brauche noch einen Versuch. Wieso? Ich habe den noch gar nicht probiert. Ich habe noch nicht angefangen. Wenn ihr nicht einen Versuch für den... Okay. Okay, die hat mich nur gestresst, weil... der Trick ist, mehr als eine Pumpe strategisch zu platzieren. Ja, das ist mir schon klar. Wie läuft das Geschäft? Jetzt wollen die alles. Ja, alles gut, danke der Nachfrage. Das ist ganz schön. Das ist jetzt nur so. Das ist doch nur alles Interaktion hier. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch... Ah. Das mit dem Tor hast du gut gemacht. Jetzt geht die Wurst ab. Dass ich das... Yep. Wir machen im Grunde das gleiche wie zuvor. Kinderspiel. Aber diesmal musst du den leeren Treibstoff trennen. Hast du... Du hast doch einen Koppler, oder? Ja, von Raisin. Der gute alte Raisin eilt zur Hilfe. Es wird doch langsam alt, findest du nicht? Sein Alter macht sich bemerkbar. Vielleicht ist es Zeit gekommen, dass die Jüngeren, also meine. Befiehlt sich, den Entkoppler und das Tor auf die gleiche Taste zu legen. Dann genügt ein Tastendruck. Ja, das wäre mir irgendwie in die Idee gekommen. Genau, darauf hätte ich selbst kommen können. Sicher, hätte nur länger gedauert. Melde dich einfach, wenn du fertig bist. So ein hochnäsiges Ding, du. Hallo, erinnerst du dich noch an mich? Stichwort Robotik? Natürlich, wie hätte ich das vergessen können? Tja, rate mal, ich gehöre jetzt auch zu den Next... Wir gehören nicht zu den Next Space Rebels. Glückwunsch. Ich habe ihn gefragt, ob das eher in Rebels zu Robotik oder so geendet hat. Hast du vielleicht noch an unsere Anwesen berichtet? Hast du ihm vielleicht... Nein, habe ich nicht. Das Drehgelenk oder schon verwendet. Hast du was Kleineres für mich oder Flacheres? Ja. Wait, what? Ein bisschen wie des Flugzeugs. Aber was hat er? Formulierte beeinflusst. So? Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Okay. Neue Herausforderung. Extra Sauerstoff. Bau mindestens 2 Mal Schaff. Okay, das ist aber jetzt von Racer, oder? Wahrscheinlich die Aufgabe. Reicht 10 Kilometer, das schaffe ich auch so ohne. Baue Laubbläsepumpe. Verwende nur ein Triebwerk. Erreiche ein Mindestgeschwindigkeit von 1000 km/h. Von 10 Sekunden, okay. Ich brauche Teile. Große. Was hier? Ah, die sind schwer. Ich will mein Holz verwenden. Das Holz war schön leicht. Da kann ich mehr Tank reinhauen. Das ist die XXL-Hülle. Nochmal eine XXL-Hülle. Obendrauf den Deckel. Und dann obendrauf die Nase. Wo ist denn die Nase? Jetzt gibt es erstmal Laubbläser-Power. Kann ich echt irgendeinen Unterschied so schon bei dem sehen? 14.000 Schub, das hat mehr Schubkraft. Okay. Dann brauchen wir die Pumpen. Ich will einmal einen Laubbläser bauen. Wo hat denn das denn Anschlüsse? Okay, das ist gut zu wissen. Kann ich dann dich rein theoretisch irgendwie so drehen, bis du... Ich weiß nicht, ob das funktioniert, das ist das Problem. Perfekt, das geht.
Bedeutet, ich jetzt Treibstofftank drüber packen? Wir machen zwei kleinere, würde ich sagen. Und dann noch eine Beine dazwischen. Schauen wir mal, ob wir heute wieder einen Rekord brechen können, Treibstoffstapler. Kann ich dich dringend drehen, bitte? So, dann kommt noch eine Pumpe dazwischen. Da kann ich doch einfach rein theoretisch die kopieren, oder? Ach schau, direkt kopiert. Und dann das Ding auch kopiert. Und dann bringen wir das Ganze an. Das Ding hat jetzt 114 Kilo Treibstoff von 200. Ja. War eine Struktur mit mindestens 40 Kilo Strukturmasse. Habe ich das nicht geschafft? Wait, what? Hat es nicht geschafft? Schrott? Das verwundert mich jetzt aber. Als ob ich nicht die Kilos geschafft hätte. Wie viel waren das jetzt? 17. 25. Das sind 2,5. 2,5. Ihr wollt mir jetzt sagen, dass mir so viele Teile noch fehlen? Wie sind es? Sind halt jetzt außen die Boxenbrille oder sowas? Keine Ahnung. Okay, dann bauen. Schauen wir, was da passiert. Schaut auf jeden Fall sehr interessant und groß aus. Und ich würde sagen, let's start this thing. Hui! Weg ist es. Und geschafft. Das Ding ist schnell weg. Ein Kilometer pro Sekunde haben wir jetzt schon drauf. Holy shit. 1,4, 1,5, 1,6, 1,65 war der Rekord jetzt. Wir fliegen aber in einer schönen Bogen, wie scheint. 20 Kilometer? Ich habe irgendwie das Gefühl, als ob wir einen Rekord schaffen. Irgendwie schaut es trotzdem sehr gleichmäßig aus, wie hoch fliegen. Vertikale Geschwindigkeit, horizontale Geschwindigkeit. Also wir fliegen doch sehr gerade nach oben, würde ich sagen. Im Vergleich zu 19 km pro Stunde und 0,9 km pro Sekunde. 50 Kilometer reichen wir. Was? 50 Kilometer schon? Und jetzt überlegt mal das mit zwei Boostern links und rechts, die auch noch schießen. Das kann sehr, sehr interessant werden. Ich glaube, wir erreichen echt gut den Weltraum. Und dann oben noch ein Kopf. Alter, wir bauen hier voll die KSP-Raketen. Wahnsinn. Schaffen wir noch die 60 Kilometer? Wir haben es echt geschafft. 60 Kilometer Flughöhe. Rekord ist das. Da ist die Sonne, da ist ein See. Und irgendwo da unten haben wir es gestartet. 60 Kilometer, was ist denn das für ein Wahnsinn? Okay, wir sinken wieder. Aber weil wir wahrscheinlich die Gravität, Atmosphäre. 0% Atmosphäre schon. Das ist natürlich interessant. Bei 60 Kilometern haben wir keine Atmosphäre mehr. Da können wir das andere Triebwerk verwenden, weil das wahrscheinlich optimierter ist, halt für den Vakuumbereich. Und wenn du keine Atmosphäre mehr hast, dann brauchst du natürlich eine größere Glocke wie eine kleinere. Das ist natürlich alles dann wieder so eine Sache. So, jetzt geht es natürlich wieder schnell bergab sozusagen und die Rakete dreht sich nicht mehr. Ob sie sich noch dreht am Ende? Das wäre natürlich interessant, wenn wir
Wann treffen wir eigentlich jetzt auf die Atmosphäre? Das ist interessant. Wir waren noch nie so hoch. Weil hier irgendwo muss ja dann die Atmosphäre beginnen. Ich denke mal bei 40, oder? 40 Kilometer? Kann das sein? Irgendwo muss sie einsetzen. Außer sie ist weg. Dann weiß ich aber nicht, wie ich da unten... Ah, jetzt setzt sie ein. Man merkt zwar, die Rakete dreht sich um. Die Rakete dreht sich um bei 1% Atmosphärenstärke schon. Das ist natürlich schon etwas. Und dementsprechend geht die Rakete jetzt auf Kollidierkurs mit dem Erdboden. 1,5 Kilometer pro Sekunde. Das ist schon etwas. Und wir werden schneller und schneller. Jetzt kommen wir zum Boden zurück. Aber 60 Kilometer in Höhe. Wir sind auf einem guten Weg. Wahnsinn. Rekordhöhe 62,4 Kilometer. Rekordgeschwindigkeit 0,83 Kilometer pro Sekunde. Selten Rakete ist aufgrund der schwachen Struktur auseinandergebrochen. Instabil. Ja, okay, das sind die typischen Sachen, finde ich. Wetterballon, Auto, Achterbahn, Laubbläser, Haas. Nehmen wir mal. Und wieder hochladen. Schauen wir, ob das sich was bringt. Immerhin, Rekordhöhen. Kombination clever nur. 65. Schade. Hätte besser sein können. Wir sind jetzt Teil des Wettlaufs ins All. Na, das schauen wir uns nicht natürlich an. Wenn wir vielleicht mal wieder anschauen. NSR-Set. Wie läuft's bei dir? Ein paar andere Dinge begonnen hast. Klingt sehr bewusst, aber keine Sorge, du kommst da schon hin. Insgesamt hast du neues Zeug für mich? Das ist natürlich die wichtigste Frage. Streichel mein Ego ein bisschen, sei bescheiden und bitte dann um mehr. Ich werde es berücksichtigen. Neue Teile. Ein diagonaler Kasten, ein Brückenkasten. Ah, damit kann ich Teile bauen. Kleine Flügel. Jetzt müssen die eigentlich nur noch bestickt werden, ne? Moment. Geh noch nicht. Das war noch nicht alles. Elz. Was ist denn das jetzt alles? Flache Spitze. Ja, viel Spaß. Obrigada. Vielen Dank für deine Hilfe. Deine fortlaufende Unterstützung hat mich Selbstbewusstsein gestärkt. Und zu sehen, was du mit meiner Pumpe anstellst, hat mir neue Ideen geliefert. Daher bin ich sehr stolz, dir mein nächstes Werk anbieten zu können. Die Topfpumpe. Ist die für die Küche? Ist die zum Haare schneiden? Was ist das? Du bist interessiert, das ist schon mal gut. Die neue Pumpe ist deutlich stärker und sollte größere Gewichte anheben können. Die schaut auch gut aus. Wie viel größer? Genau das sollst du auch. Ich möchte, dass du ein sehr schwere Rakete baust und versuchst, sie mit dieser neuen Pumpe zu starten. Dann sehen wir, was denn kann. Wärst du einverstanden, mir das zu helfen? Natürlich. Für dich mache ich doch alles. Ich werde schon ganz rot. Ich freue mich schon auf deine Ergebnisse. Ich auch. Ganz ehrlich, die neuen Sachen, die jetzt mittlerweile kommen, wird echt geil. Stufenrakete. Baue mindestens 2 Treibstofftanks ein. Verwende nur einen Treibstofftank. Leere einen Treibstoff völlig. Verwende den Entkoppler, um die Rakete in 2 Teile aufzuspalten. Eine sollte einen leeren Treibstofftank, der andere einen gefüllten Treibstofftank und ein Triebwerk. Erreiche 2,5 Kilometer. Okay. Mit seinen SR-Teilen sollten wir das auch hinkriegen, rein theoretisch. Echt limitiert auf 1 nicht, ne? Aber wo waren die kleinen Flügel hier? Entfernen? Ich überlege nicht gerade. Verwende nur ein Triebwerk. Leere ein Triebwerk für einen Treibstofftank völlig. Wo sind die Entkoppler? Kinetik. Teil. Drehen das ganze Ding mal um.
Und dann gibt es dann hier noch so ein NSR-Teil. Haben wir da ein kurzes Teil? Vielleicht noch so ein kurzes? Ich hätte halt gerne so ein bisschen kürzeres, aber haben wir wahrscheinlich noch gar nicht. So. Natürlich kriegen die auch noch Spitzen, ansonsten ist das ja eine aerodynamische Horror. Wir brauchen natürlich dafür jetzt auch wieder ein Triebwerk. Und dann nehmen wir natürlich wieder das Standardtriebwerk von uns mittlerweile gefühlt. Wir brauchen Treibstoff. Dann nehmen wir links, rechts dieselben Treibstofftanks. Und hier oben drin würde ich gerne ein bisschen größeren Treibstofftank verwenden. Und dann noch für den Sauerstoff. Okay, so einen großen Sauerstofftank brauche ich auch noch nicht. Der passt dann immer rein. Kriege ich den Kombinierer noch ein? Irgendwie wird das schon wieder komplizierter wie geplant. Treibstoffinjektor. Umdrehen. Und dann brauchen wir natürlich noch mehrere Kombinateure hier. So, und dann drunter die Pumpe. Die will ich jetzt unbedingt verwenden. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir hier zu verbinden haben. Also du musst hier hin. Oh Gott, die Pumpe hat natürlich den Ausgang. Oh. Triebwerk, du musst noch ein bisschen raus. So. Die Teile muss ich noch umdrehen, okay. Sauerstoff kann hier rein, du kannst hier rein. Genau, das muss noch gedreht werden. Pass auf, wir stellen jetzt damit den neuen Rekord schon wieder wahrscheinlich auf. Wie können wir das Video nennen? Darf ich die danach erst so... Bist du mir gerade sagen, ich darf das nicht so machen, wie ich es mir vorstelle? Das wäre natürlich scheiße jetzt. Weil darauf habe ich meine ganze Idee ausgelegt. Dann machen wir es halt ohne Spezialzeug. Ist ja auch nicht schlimm. Dann halt nur mit großer Pumpe. Hinter allem. Wenn schon, denn schon. So. Du gehst hier hoch, schnallst dich hier an, steckst das Ding hier rein und schickst es dann von hier nach da. Du gehst auch hier dran. Irgendwas passt da nicht. Komplexität Maximum habe ich auch nicht erreicht. Oder weil es genau in der Verknüpfung da drin lag. Deswegen. Oh. Okay. Na komm, wir lassen es jetzt so. Wir sollen ja nicht unbedingt jetzt schon wieder den Himmel erreichen.
Testen wir erstmal die ganzen Pumpen noch gleich mit. Jetzt müssen wir wieder rumspielen, weil zu eng. Tun wir hier die Spezialsachen ausmachen. Dann können wir damit ein bisschen besser spielen. So, jetzt müsste alles connected sein, ne? Ah, stopp, fehlt was. Das Wichtigste fehlt noch. Verbindungselement. Das ist, was eigentlich in die Umgebung geht. So. Auslöser auf 1, Auslöser auf 1. Und du wirst auch auf 1 ausgelöst. In Ordnung. Mit den ganzen Pumpen sollte das doch ganz gut passen, hoffe ich. Bauen? Es wird immer professioneller, das darf man echt nicht verdenken. Und... Wuss! Und weg. Und die Booster sind weg. Nice! Holy shit, das hat echt gut funktioniert. Wie schnell sind wir eigentlich? Das ging viel zu schnell für mich. Schon wieder fast 1 Kilometer pro Sekunde. Was soll denn das werden? Leute, das ist echt nicht meine Absicht. Das ist so... Überlegt mal, ich wollte das noch mit Sauerstoff mischen. Die werden das gerne, hätte ich das jetzt noch mit Sauerstoff gemischt. Das wäre ja absolute Katastrophe geworden. Dann werden wir gleich echt schon auf die 100.000 Kilometer vielleicht sogar hochkommen. Allein schon mit die Pumpen sind brutal. Aber gut zu wissen, dass sie so brutal sind, weil damit können wir echt gute Sachen anfangen. Wenn wir unten keinen Doppeltriebwerk sogar einbauen können. Mehrere Treibstofftanks außenrum, die dann abfallen und alles. Das ist schon lukrativ, du. Und das Ding schaut doch gar nicht schlecht aus. Ich hätte halt gerne noch außenrum eine Schale, weil, aktuell schaut es aus, als ob ich Schrott zusammengebohrt habe, aber... Pff. Sieht man eigentlich irgendwo die Verkabelei? Ist das meine Verkabelung? Nee, ne? Doch, schon. Warte mal. Das ist Kabel 1. Da ist Kabel 2. Und dann gehen die Kabel rund. Na, hier geht ein Kabel rein. Hier geht genauso ein Kabel rein. Und das Kabel sollte wahrscheinlich eigentlich an der Pumpe dann hier hängen. Und von der Pumpe aus geht es nach unten ins Triebwerk. Die sind so designt. Ich glaube, wir kommen zurück. Hallo, Rakete. Bist du wieder da? Wo ist sie denn? Sie traut sich nur nicht. Sie ist ein bisschen scheu. Da ist sie. Okay. Epischen Tech haben wir rum diesmal. Ui. Richtig verbunden. Trennung. Modern. Düsenflieger fortgeschritten. Passt doch. Haben wir irgendwo ein Bild, wo wir das Ding glaube nicht. Wie die hochladen. Jetzt bräuchte man nur noch so einen Ring-Diebkappler, weil die Dinger sind doch, finde ich, besser. Ui, 264. Oh. Das finde ich gut. Und weg. Wissen Sie, welche Art es war und wie teuer? Das ist eine neue Stufenrakete. Das war ein. Du hast bisher einen Treibstofftank abgeworfen. Versuche es daher jetzt mit 2. Sicherstellen, dass die richtig. Soll ich jetzt ernsthaft nochmal einfach dieselbe Rakete hochballern? Okay, Leute, ich würde sagen, das mache ich außerhalb der Aufnahme, weil es ist im Grunde... Wo ist er denn jetzt hin? Bau mindestens 3 Treibstofftanks ein, verwende nur ein Triebwerk, leere... Führe dies zweimal verschiedene... verwende den Koppler, um die Rakete in 2 Teile aufzuspalten. Eines sollte einen der leeren Taschen enthalten, das andere einen gefüllten Treibstofftank und ein Triebwerk.
Und baue mindestens 3 Treibstofftanks ein. Verwende nur ein Triebwerk. Leere einen Treibstofftank völlig. Verwende den Koppler. Führe dies unterschiedliche Male im Flug aus. Erreiche. Okay. Na gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, deswegen einen Daumen nach oben da. Abonniert und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.